ganz schön dunkel hier, oder? Ihr habt mich gefragt, wie läuft eigentlich so eine Nachtfahrt ab? Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit zu einer Nachtfahrt. Herzlich willkommen zum Video zum Thema Nachtfahrt. Ja, ich bin hier schon ein bisschen unterwegs und wir haben heute eine ganz, ganz schlechte Kombi. Wir haben Regen und es ist dunkel. Na gut, dunkel muss es ja sein, sonst wäre es keine Nachtfahrt. Nachtfahrt darf stattfinden nach Sonnenuntergang. Es ist nicht zulässig, das irgendwo in einem Parkhaus zu machen oder im Tunnel oder sonst irgendwo. Eine Nachtfahrt muss wirklich im Dunkeln stattfinden. Ich bin ein absoluter Freund davon, Nachtfahrten erst so gegen 22 Uhr starten zu lassen, auch im Winter. Dann ist es wirklich Nacht und man merkt einfach auch mal, wie sich das anfühlt, wenn man 135 Minuten spät am Abend fährt. Ja, 135 Minuten ist das Stichwort. Die Nachtfahrt geht 135 Minuten lang. Dreimal 45 Minuten müsst ihr fahren. Bei uns werden die 135 Minuten direkt am Stück gefahren. Davon ist es Pflicht, mindestens 60 Minuten auf der Autobahn zu verbringen. Was zur Folge hat, dass ich total gerne mit meinen Fahrschülern nach Köln fahre. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn mir ein Schüler sagt, hey, ich weiß nicht, trete danach eine Arbeitsstelle an in Düsseldorf. Ich würde total gerne nach Düsseldorf fahren. Dann mache ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Was kann ich euch für Tipps mit an die Hand geben? Ich kann euch auf jeden Fall mit an die Hand geben, zieht euch was Bequemes an. Kommt in bequemen Klamotten zur Fahrstunde, weil ihr müsst 135 Minuten am Stück fahren. Ja, die Nachtfahrt ist der Abschluss eurer Ausbildung. Die Nachtfahrten sind wirklich die letzten Pflichtstunden, die man machen muss. Und nach den Nachtfahrten kommen nur noch Prüfungssimulationen. 2, 3, je nachdem, 4 Prüfungssimulationen macht man ungefähr. Und dann geht es schon in die Prüfung. Das heißt, wenn ihr jetzt kurz vor der Nachtfahrt steht, habt ihr vermutlich auch alle schon euren Prüfungstermin in Aussicht. Ihr werdet dann also quasi jetzt nochmal alles querbeet lernen in der Nachtfahrt. Wie gesagt, 60 Minuten auf der Autobahn, den Rest über Land, durch die Stadt, parken und so weiter. Ja, ich erkläre in der Nachtfahrt immer noch den Lichtschalter. Ich verlinke euch gerne das Video hier oben. Der Lichtschalter ist ja in der Nachtfahrt natürlich ausschlaggebend. Ihr müsst wissen, wie wird er bedient. Zum Beispiel das Fernlicht. Das ist das Wichtigste, wenn ihr über Land irgendwo fahrt und ihr könnt nicht sehen, dass ihr das Fernlicht einschalten könnt. Die anderen Lichter besprechen wir auch. Stellen wir uns zum Beispiel rückwärts vor eine Fensterscheibe oder vorwärts, je nachdem, welches Licht wir gerade sehen wollen. Und gehen dann einmal den kompletten Lichtschalter durch. Ja, das war es eigentlich so im Groben zur Nachtfahrt. Was mache ich noch? Ah ja, ich verschicke in der Nachtfahrt die Technikfragen, die der Prüfer vor Fahrtantritt stellen kann. Verlinke ich auch gerne hier oben nochmal das Video passend dazu. Ich freue mich auf eure Kommentare hier unter dem Video. Lasst was von euch hören, gebt mir einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!